Hohe Inflation, neue Unsicherheiten für die Konjunktur. Ja, die Mischung könnte nicht ungünstiger sein für die Europäische Zentralbank. Eigentlich schien die EZB ja bereit, bei ihrer heutigen Sitzung den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik der vergangenen Jahre einzuläuten. Denn die Wirtschaft erholt sich gerade von der Corona-Pandemie. Doch nun birgt der Krieg in der Ukraine neue Risiken. Und das könnte die Zinsentscheidung der EZB maßgeblich beeinflussen. Einschätzungen dazu jetzt von Sami Ibrahim aus der Frankfurter Börse. An der Börse hat das Abwarten begonnen. Vor den Ergebnissen der Sitzung der EZB trauen sich Anleger nicht wirklich aus der Deckung. Dazu war die Entwicklung am Vortag auch viel zu überraschend. Der DAX mit einem Plus von mehr als 1000 Punkten an einem Tag, das hat es so auch noch nicht gegeben. Die da noch bevorstehenden Friedensgespräche in Ankara hatten die Hoffnung genährt, dass es bald zu einem Ende der Kämpfe kommen könnte. Und weil es deshalb eben eine Bewegung nach oben gegeben hat, sind viele, die zuvor auf weiter fallende Kurse gewettet hatten, auf dem falschen Fuß erwischt worden und mussten nachkaufen. Nun aber sind die Gespräche in Ankara schon vorbei, ohne Ergebnis, und die Enttäuschung ist dem DAX anzusehen. Es geht kräftig nach unten. Bleibt die Europäische Zentralbank. Dramatische Änderungen in deren Politik erwartet man nicht. Die EZB ist auch in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite die Inflation, getrieben von den Energiepreisen, gegen die sie nicht wirklich viel tun kann. Auf der anderen Seite der Krieg gegen die Ukraine mit den entsprechenden Sanktionen des Westens und möglichen Verwerfungen an den Finanzmärkten, die es durchaus noch geben kann. Die Zentralbank wird hier ein besonderes Auge drauf haben, auch weil der Finanzsektor, sprich vor allem die Banken, im Moment wegen der angespannten Lage besonders gefährdet sind. Die Unruhe dort ist besonders groß, die Aktienkurse unter Druck. Auch deshalb hatte zum Beispiel die Deutsche Bank gestern Abend extra mitgeteilt, wie klein ihr Russlandgeschäft eigentlich ausfällt. Anleger bleiben aber nervös. Unterbrochene Lieferketten, gestiegene Energiekosten, Materialmangel, die Sanktionen, die der Westen wegen des Angriffs auf die Ukraine verhängt hat, die treffen nicht nur Russland, sondern auch die deutschen Exporteure. Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel sieht knapp ein Drittel der Unternehmen in Deutschland von den Auswirkungen der Maßnahmen betroffen. Trotzdem unterstützt eine große Mehrheit die Sanktionen. Allerdings rechnen die Unternehmen mit möglichen Engpässen. Noch ist nicht endgültig klar, wie schwerwiegend die wirtschaftlichen Auswirkungen der Lieferausfälle aus der Ukraine und Russland sein werden. Der Groß- und Außenhandelsverband aber warnt, manches wird knapper und teurer. Wenn Sie in den Bereich der Getreidelieferungen schauen, dann hat die Ukraine schon einen sehr, sehr großen Anteil an Getreidelieferungen nach Deutschland und Europa. Und hier rechnen wir schon mit gewissen kurzfristigen Knappheiten, die ausgeglichen werden müssen, indem von weiter her Getreide beschafft wird. Das alles sorgt für steigende Preise. Laut einer Verbandsumfrage sind die Auswirkungen auf Groß- und Außenhandel durch Russland-Sanktionen und mögliche Gegensanktionen unterschiedlich. Nur 5% der Unternehmen sind nach eigenen Angaben sehr stark betroffen, 26% stark, 35% kaum, 12% nicht betroffen und für 23% sind die Auswirkungen noch nicht absehbar. Der Bundesverband Güterverkehr und Logistik BGL schlägt derweil Alarm. Die hohen Spritpreise würden Fuhrunternehmen hierzulande in existenzielle Nöte stürzen. Und ich denke, die Zeit ist jetzt dringend gegeben, einen Krisengipfel mit der Bundesregierung einzuberufen, weil die Meldungen sind drastischer, deutlicher als in jeder Situation in der Corona-Pandemie. Die Unternehmer sind wirklich verzweifelt. Die Dynamik, die sie ereilt, was die Dieselpreise angeht, stellt sie wirklich vor unlösbare Aufgaben. Der BGL betont, dass 70% der deutschen Güter mit dem LKW transportiert werden.